Wenn ihr selber Fortnite spielt und mich unterstützen wollt, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr in Fortnite im Itemshop den Creator-Code SallyWill3108 eingeben würdet. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und nun wünsche ich euch viel Spaß beim nachfolgenden Video. Jo, was gemeint ist, liebe Listen, willkommen zurück zu Fortnite. Und heute zeige ich euch in Fortnite, wie ihr durch Wände schießen könnt. Unglaublich, aber wahr. Ihr könnt wirklich durch Wände schießen und zwar ein bisschen nach Junk Junction. Und wenn ihr in Junk Junction seid, geht ihr mal an diese Location hierher und ihr seht dort eine Mauer oder eine Wand. Wenn ihr jetzt aber bei dieser Wand oder dieser Mauer mal auf die andere Seite geht, dann werdet ihr auch schon sehen, ups, da kann man durchschauen. Und wenn ihr jetzt durch diese unsichtbare Stelle schießt, könnt ihr auch Gegner damit treffen oder Strukturen damit zerstören. Andersrum geht es genauso, als wenn ihr jetzt auf der anderen Seite seid, wo die Mauer zu sehen ist, könnt ihr ebenfalls durchschießen und Strukturen zerstören. Könnte für den einen oder anderen relativ nützlich sein. Ich finde diesen Glitch, ja gut, Glitch kann man es nicht nennen, ich finde diesen Tipp-Trick eigentlich relativ nice. Damit kann man auch gut arbeiten. Sollte die Zone mitspielen. Eine Frage hätte ich aber noch. Ich werde jetzt oben eine kleine Umfrage reinhauen. Und zwar geht es um einen Livestream. Also drückt einfach mal jetzt oben auf das i und stimmt doch einfach mal ab, ob ich einen Livestream machen soll über Fortnite oder in Fortnite oder mit Fortnite oder eher nicht. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen. Und wenn ihr neu hier seid, natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein. Und ciao, ciao.